Hallo, liebe Matrosen, und herzlich willkommen zurück an Deck der Elaine hier bei Sea of Thieves, den Rumgeschichten. Der Mene und der Brilli sind auch mit dabei. Ahoi! Moin! So, wie Brilli Ihnen in der letzten Folge oder Sie genannt hat, das Crispy Asshole sind wir auf der Suche. Und gucken wir mal, ob wir die jetzt finden. Den Crisp rausholen hier. Den Crisp. Aber sowas von. Holst aber früh die Segel rein, Junge. Ja, so, wir wollten weg. An den Strand vorne, links, links. Links oder links. Rechts, kannst du dir eigentlich aussuchen. Ah, komplett einschlagen. Habe ich. Segel hoch, Mene. Ist der Bin dabei? Anker. Segel ist oben. Und jetzt Anker. Dann aber nicht mehr einschlagen jetzt, wenn der Anker kommt. Drehen die andere Richtung. Perfekt. Traumlandung. Ist noch ein bisschen weit weg, aber ich sehe direkt einen Schatz auf diesem Ruinenschiff da vorne. Ich sehe hier hinten einen, den hole ich mal. Da flunkert was. Jo, wo bist denn du? Ah ne, es ist Munitionskiste. Und was sagt ja auch nicht? Sollen wir jetzt nicht einfach direkt wieder weiter? Ja, wenn jetzt der Kompass nichts sagt? Ich weiß nicht, ob der Kompass hier was sagen würde. Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Haben wir mal geschüttelt. Weiß nicht mehr, wie wir die letztes Mal gefunden haben. Ja, ich glaube, da hat der Kompass sich gedreht. Und hat uns direkt zu der Insel geführt. Und hier auf der Insel hatten wir auch schon mal einen epischen Kampf mit irgendeinem Riesenvieh. War das nicht so ein komischer Typ, der da im Kreis stand? Ja, den haben wir hier stundenlang über die Insel gescheucht, um am Ende doch aufzugeben. Irgendwie so, ja. Naja, aber hier scheint nichts zu sein. Noch ein Schatz. Ich gehe zurück zum Schiff. Mhm. Hier ist irgendeine Olle. Penelope. Penelope, der Schrecken der Syphilis. Penelope, der Crispy Ass. Ist da hinten ein Schiff? Oh, da hinten liegt ein Zweimaster. Kinders. Okay. Wart ihr hier in den Höhlen und so? Nee. Nicht, dass die Olle hier jetzt doch noch irgendwo spawnt. Okay, der ist weiter weg. Nee, liest doch nochmal, wie man die findet. Ja, du benutzt den Kompass und der sagt dir, wo die ist. So steht das, tut er doch nicht. In allen drei Quellen, die ich jetzt unabhängig voneinander gefunden habe. Ja, das tut er aber nicht, der Kompass. Ja, deswegen ist... Vielleicht hätten wir auch nochmal abbrechen müssen. Fürchte ich, dass wir abbrechen müssen und nochmal... Ich kann ja mal nach dem Fehler kurz googeln, von wegen Brixis Kompass doesn't work oder sowas, wenn ihr wollt. Ah. Wo fährst du jetzt eigentlich hin? Ich will nur drehen. Ich mache aber es gibt nicht irgendwie eine Kiste oder so, wo Sachen drin sind. Vielleicht haben wir ja den Schädel, weil wir haben die ja schon gekillt. Ja, das ist auch eine Theorie, die ich... mit hatte. Wartet ihr kurz auf mich? Ja. Wartet drehen. Okay. So, ich google mal nach dem Fehler, ob ich den Fehler finde. Brixie Kompass doesn't work. Was hast denn da für eine Kiste? Was sind das hier? Habt ihr hier auch so komische hier, zwei Dinger? Was für Dinger? Schwebende Lichter sind bei mir hier. So blaue über dem Wasser? Ja. Nee, die hatte ich vorhin aber auch auf der Insel, wo wir waren, vor ein paar Folgen.
Ja, gut, dann bleibt das jetzt nur noch eine Insel. Jupp. Also zwei. Die mit dem Event und Ui. Da unten. Crook's Hollow. Dann fahren wir mal nach Crook's Hollow, würde ich sagen. Richtig eingeschlagen, ja. Also hier steht überall der Kompass, der Kompass, der Kompass. Was ist mit dem Kompass? Macht jemand mal den Anker hoch? Ich bin gerade unter Deck. Die Bananen hier erstmal weg. Südele. Hier eingeschlagen. Och Leute. So. Jawohl. Ja. Ist so, gell? Ich hatte doch alles perfekt vorbereitet. Nee, du hast. Oder war ich das selbst? Alter. Ich glaube nicht, dass ich hier dran gedreht habe. Ich sehe doch, wenn genug gedreht ist. Wie hast du dich vorhin genannt? Captain Manöver? Ich bin Wortzunge. Boah, ey. Manöver aus der Hölle, ey. Oh, jetzt haben wir schön Gegenwind oder was? Was ein Typ, ey. Viel weiter westlich. Viel weiter westlich. Ja. Dann dreht mal die Segel. Dreh du erstmal das Boot. Dann mache ich die Segel gleich. Und geradeaus. Das ist schlecht. Zu weit. Viel zu weit. Ja, es ist schlecht. Lass mich mal machen. Lass mich mal machen. Wir fahren mit dem Wind. Wir müssen hier die eine Insel hier umkreuzen. Na, dann noch ein Kreuzmann. Der Kreuzmann! Ja. Sich. Sind wir auf dem richtigen Kurs? Nee. Weil viel, viel weiter südlich jetzt. Kreuzen wir die so. Du fährst da relativ stabil jetzt auf eine Insel zu. Ja, das sehe ich doch. Ja. Ich bin doch ein Nautiker. Du bist aber nö. Der Klempner bist du. Klempner war ich lange Zeit. Bei Frau Hansen. Da hatte die hatte eine ganz schöne Situation. Frau Hansen. Sie haben eine Situation. Guckt euch Mr. Manöver an hier, da kann man auch mal die Felsen noch mal ein bisschen Gold schürfen. Also ja, da musst Fall du auch gleich die Kanonen weiter reinziehen, sonst fährst du den Lauf krumm hier. Ja, wir sind halt mega lahm wir, wieder. Ah, jetzt laufen, hat der Wind gedreht, sehr gut. Wir laufen gerade Kurs auf ein anderes Boot zu. Ja, ja. Dreht mal lieber die Segel richtig. Ah, die sind schon ganz okay. Die kann man nicht weiter. Da hinten ist es. Das sehen sie vor uns schon. Ja, ja, da links die. Scheiß Kater. Jetzt mal. Der einzige Kater, der an Bord erlaubt ist, ist meiner. Das ist der vom Bitburger. Ja, richtig. Das ist ein Grock. Wo ist denn das? Das ist ein Grock. Ein Grock. Wo ist denn die Katze? Grock. Grock? Grock. Grock? Grock. Wo ist er denn? Hier, Grock. Ah. Och, nein, das ist der falsche Eimer. Ich bin ja einen größeren dran. Pass. Ich hab nichts drin. Oh, oh. Ich hab nichts drin.
Naja. Sophie, my girl. Also es haben scheinbar noch andere Leute ein Problem mit diesem Kompass. Ich glaube, das ist gar kein Problem. Oder wir müssen woanders ansetzen. Aber okay. War so. Funny. Eine Funny-Session. Ich würde sagen, wenn die Insel jetzt wieder erfolglos ist, bringen wir mal unsere ganzen Kisten zurück, oder? Ja, dann machen wir noch eine Sache und fahren zu dieser kleinen Insel. Dann will ich nämlich sehen, weil wenn wir nicht da weitermachen müssen, dann würde da ja kein Event sein. Ui. Wir sind nämlich in der Nähe dieser Insel. Da fahren wir vorbei. Was ist denn? Spiel du mal lieber ein Lied. Ui, 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 ui. Da, wo das Feuer oben brennt, müssen wir hin? Ja. Da waren wir doch schon, oder? Nee. Ich würde mal sagen, eine ganz virtuose Weise, die ich hier von mir gebe. Es ist wunderschön. Wenn es warm wird im Nacken, war ich das. Pass auf, pass auf. Hast du, wie viel hast du gesoffen? Ein Becher. Einer davon kotzt man nicht. Ne? Also hör dabei. Also bitte. Von einmal 50 Volt Intus. Kotze ich mir leider über die Leier hier. Was wärst du für ein Pirat? Oh, kannst du aufhören, da brennt mir die Ohren weg. Ey, wir müssen uns auch das Gejaule von deiner Katze anhören. Wir essen am Steuer. Ich mach das schon, gell? Ah, ich bin nüchtern. Ich bin Manöver. Auf die Insel zu. Ja, nächster Manöver. Ich bin nüchtern, man hört's. Ein bisschen schwere Zunge, aber es geht. Nächster Manöver, hat mal wieder perfekt eingepackt. Gleich knallt. Ja, mei, dann gucken wir mal, ob sie hier ist, gell? Hat das geknallt? Rixi? Nein. Rixkopf? Bricks, Bricks, Bricks. Ein Bricks. Ein paar Bricks. Hier ist ein Sprengfoss. Aha. Brille, geht's dir gut? Ja. Warum? Eine Sprengung. Etwas unvorbereitet. Da unten steht einer. So ein bärtiger Jäger. Der war auch schon häufiger. Sag mir mehr. Lass die Entenkacke da schwimmen. Okay. Alter! Schon mal ein Sprengfass. Was ist denn? Hier sind Geister. Die haben auf mich geschossen. Die Arschlöcher. Also hier ist er auch nicht, oder? Jetzt haben wir eigentlich fast alle Inseln durch. Aua! Boah. Was ist mit dir? Blöder Geist. Ja, das sind die Kackgeister. Ja. Boah. Wer hat denn da eben so geschrien? Rhinoceros? Oh, hier sind viele Schätze. Wieder im Wasser schwimmen. Oh, ein Sprengfass. Verpiss euch, wenn ihr eine Brixi seid. Treffe ich das von hier oder nicht? Jo. Nee, hier ist keine Brixi. Dachviech. Dreckiges. Oh, warte mal, da ist ja irgendwas rotet. Hier ist ein aschgrauer Hüter. Wollt ihr herkommen und mal den platt machen, oder? Mach doch. Ich muss gerade einen dicken Schatz aufs Schiff bringen. Auf der anderen Seite der Insel bin ich. Ah! Au. Kommen die leider hoch und da spawnt da jemand. Wir stehen. Ist deine Mutter, die Brixi. Bei der Zippe. Hast du fein gemacht, Muffin, hast du fein gemacht. Ja, super. Boah, der uns ältere. Okay, kaputt gemacht, den Typen. Super. Oh, Notizen des des aschgrauen Hüters. Eine Goldbeutel? Noch eine Goldbeutel?
Ja gut, hier ist sie auch nicht, gell? Wo haben wir denn jetzt geparkt? Huiuiui. Ach du Kacke. Wie viel Geld habt ihr denn eigentlich so? Ich hab 124.000. Ich baue da 20.000. Der Billy sagt, ei. Wie viel? Wie viel hast du? Liebe, du wurdest von einem Fass verfolgt. Ich hab dich gerettet. Ui. 220 habe ich. Ah, okay. Hier liegt übrigens auch noch ein Sprengfass, wo ich bin, falls das jemand noch haben möchte. Nee. Nö? Nee. Okay. Dann poppen wir es jetzt, wa? Und fahren nochmal gerade in die zu der. Hier ist noch ein Sprengfass, sag mal. Oh, jetzt, jetzt kommen sie. Was macht denn ihr da mit dem Schiff? Wende. Ritschel oder was? Ich wende. Bitte? Ja? Ich weiß auch gar nicht, Willi, bleib dort. Na doch, zurückbringen, die Kisten zurückbringen jetzt. Nee, noch nicht. Warum nicht? Weil wir eine Insel nur abklappern. Ja, aber das bringt doch in der Nähe. Nein, weil wir gerade in der Nähe sind. Ich will es nur sehen. Ja, und zwar müssen wir nach. Und auf der Insel verlieren wir alles. Ich nix. Ja. Gar nichts. Süd. Was die? Lookout Point hier. Und dann können wir hier die Sachen können wir ab danach direkt wegbringen. Da ist ja direkt der Plunder. Zum Lookout Point. Südost. Okay. West. Entschuldigung. Südwest. Na dann. Denkst du, Lena? Shooter. Ja, ich lenk. Der Anker schon hoch? Ja, ja. Jault denn der Hund immer, wenn ich hier was abschieße, irgendwelche Viecher? Er hat Angst. Braucht er doch nicht. Hier der ist nicht schussfest. Aber hier ist ein Hund. Ein Hund, ein Hund mit Niveau. Ach so. Das wusste ich nicht. Hier wird ja auch wieder null optimiert, ey. Ja. Du musst ja optimieren. Kommt da von vorne, willst du nur optimieren? So, Südwest ist ausgerichtet. Perfetto. Oh, nicht pfeifen, bitte. Ja, du fährst genau darauf zu. Zwei Inseln müssen wir aber passieren. Was willst du da auf der Insel? Ah, perfekt, der Wind hat gedreht. Da gucke ich mal, ob der das eine Event startet oder nicht. Welches Event? Was wir in dem Buch haben. Weil, wenn es nicht startet, dann stimmt das, dass wir im vierten Kapitel sind. Wenn es startet, hätten wir von Anfang an noch mich hören sollen und da beginnen sollen. Also wir machen jetzt diesen Umweg, nur damit du sagen kannst, dass du recht hast. Wir fahren nur... Nein, ich will es für nächstes Mal wissen. Wir haben ja noch was Zeit. Also reg dich nicht so auf, Klappergestell. Ich reg mich überhaupt nicht auf. Das ist eine lange Fahrt. Freunde, Schiffe an Horizont. Quatsch. Das ist schon an der einen Insel vorbei. Schätze! Was schätzt du? Ich schätze, es kommen Schätze auf uns zu. Kommt der Dicke runtergerauscht. Pass mal auf hier, du. Zu spät ist er, zu spät. Nein, nein. Scheiße. Zu spät ist er. Zu spät. Aber nur knapp. Der Wind ist uns hold, Matrosen. Mr. Manöver ist zufrieden. Was haben wir ein Glück, ey. Halleluja. Captain Manöver ist ich zufrieden. Ich könnte eine neue Hutbedeckung, eine Kopfbedeckung verbrauchen. Ja. Gebrauchen. Natürlich. Mau? Ich höre meine Katze gar nicht. Ihr seid der Meinung, die macht... Ach doch, jetzt hat sie mal miaut. Die miaut und schnurrt die ganze Zeit. Die spielt die ganze Zeit mit dem
Mit Igor. Mau Mau, verstehst du? Hast du gerade Schätze von Bord geworfen? Nein, eine leere Kiste. Da waren übrigens Schätze gerade auf der anderen Seite, aber hast nicht gemerkt, gell? Nein. Hast nicht gemerkt. Hast nicht gemerkt. Er auf den Wand geschossen. Was ist denn hier los? Was ist denn? Was war denn da unter Deck los? Warum? Was war denn? Die Tiere haben sich gefetzt. Ja, die Tiere echt? Machen gerade irgendwie Lärm. Der Igor hat mal wieder sein Revier markiert. Er hat überall hingepisst. Bei mir bellt er gerade übelst rum. Echt, Digga? Und bei mir rennt ja, er hier Muffin, auf. Muffin steht halt auf Golden. Ich schieße jetzt mal auf die Fässer. So ist es. Wullo, wullo, wullo. Oh nein, ne? Was ist? Wir fahren komplett umsonst dahin, weil wir sind einmal gestorben, kann das sein? Ja. Ja, dann ist das jetzt gar nicht mehr die Insel, sondern die mit dem Loch. Oh. Warte mal. Das war auch in den Ancient Isles. Your Blade halt. Ach, das ist diese kleine, aber wo ist die? Zwiebel, setz mal kurz den Anker und dann drehen wir schnell. Nein, mach einfach so, ist egal. Wir sind gerade gut am Wind. Nördliche Ancient Isles. Es ist... Wo sind denn die Ancient Isles nochmal? Hier, doch, da sind wir schon. Es ist Paradise Spring. Da sind wir gerade dran vorbeigefahren. Was willst du denn mit Paradise Spring jetzt? Ja, da müssen wir hin. Mhm. So ein Dreckscheiß. Paradies, Paradies. Oh, ist das dumm, ey, mit diesem Eis. Jo, meine, bleib so. Ja. Oder fahren wir zu der Insel, die vor uns ist? Direkt vor uns. Ah, okay. Das ist mein Paradies. Wäre es jetzt zu Plunder oder was? Klar. Ich fahre danach aber trotzdem noch zu Paradies. Ja, können wir ja auch. Ja, das kannst du ja machen, aber ich bin danach raus, weil es schon Elbe. Wir haben 20 vor. Schmeiß mal einen Anker, schmeiß mal einen Anker, schmeiß mal einen Anker, schmeiß mal einen Anker. Schon dabei. Ah, Mist. Abbittelt. Nicht ganz so, weit. Also schätze ins... Nee, das ist zu weit. Komm, licht mal den Anker nochmal. Du mit deinem Ei die ganze Zeit, ey. Eibenvogel. So. Noch ein Stück, noch ein Stück. Wenn du möchtest, kannst du jetzt jederzeit den Anker. Schon dabei. Okay. Perfekt. Da durchfahren. Was machst du mit den Fässern? Na, abgeben. Die Explosionsfässer. Bei der Kauffrau hier, es gibt ordentlich Kohle. Ah, echt? Alles. Cool. Kannst ja im Vorbeigehen mal abstimmen, dass wir für die segeln, dann kriegen wir noch mehr Belohnung. Ja. Mach ich. Wo stimmt man da? Hä, was machst du mit den Sprengfässern? Achso. Mene, was machst du mit den Sprengfässern? Ja, abgeben.
Trinkfässer? Das gibt Belohnung bei der Handelstante hier auf dem Steg, klar. Ja, aber für die 2 Cent machen wir jetzt hier die Folge lang, oder was? Wieso die Folge lang? Verstehe ich nicht, was du meinst. Ja, wir können ja auch noch zu der Insel fahren. Also macht ein bisschen mehr Spaß, als jetzt Fässer abzugeben. Das ist aber nur, damit du beweisen kannst, dass du recht hast. Und ich glaube nicht, dass es stimmt. Es ist für nächstes Mal. Mach's bitte nicht. Du hast schon alles abgegeben. Wir haben noch gar nichts abgegeben, ey. Mach doch einfach mit, dann geht's schneller. Alter, ja, aber ich verstehe jetzt nicht, die scheiß Fässer da zu verkaufen. Ganz ehrlich, da können wir jetzt dann auch vielleicht... Dann gib doch den Rest ab in der Zwischenzeit. Vielleicht finden wir ja noch einen... Wenn ich die Fässer so zerstören. ...ein Schiff, dann können wir es untergehen lassen. Ja. Ja. Dann gib doch einfach den Rest ab. Ist doch genug zum Abgeben. Wer kauft denn Saphire? Der Goldtyp? Der Typ da hinten, ja, im Zelt. Jedes Mal hübsch hier daneben, ey. Stufe 30. Bilde. Achso, warte. Den kauft ja die Olle hier unten. Bitte schön. Jan zum FC Kölle und Jan zum KC. Hat die uns denn da nicht auch mal irgend so ein... Ah, was machen wir gerade? Der verwunschene Schurke? Ja. Gut, bei der Madame Mim hier, da im Zelt liegt so ein Ding. Der verwunschene Schurke, nur der Seelenorden kann dir dabei helfen, den schrecklichen Skelettorden. Achso, was? Okay. Kannst, nee, schon gut, kannst du nichts machen. Alles gut. Ach, Kacke. Hat er Platsch gemacht in Wasser? So, mit Ohren. Haben wir alles? Nein, nein, nein. Das ist noch eine Lagerkiste. Hier ist noch eine Munitionskiste. Sehr schön. Lagerkiste kann man nicht abgeben, aber die Munikiste... Oder du machst zu voll. Nee, die Lagerkiste kannst du nicht abgeben. Achso. Ihr Spacken habt jetzt alle Fässer verkauft. Jetzt noch ein Schiff sehen, ne? Jo. Ja. Dann winken wir mal. So, was haben wir hier noch? Sirenen-Saphir haben wir noch. Jupp. Yep. Nimmt das die Mystikerin oder der Goldsammler? Der Goldsammler. Und mit dieser Aschetruhe, was ist mit der? Gar nichts, oder? Die kannst du auch abgeben, die Aschetruhe. Ja? Bei der die vor der Kneipe steht. Ah, okay. Müsste das, glaube ich, sein. Jetzt bringst du die Lagerkiste weg. Ja. Aber die will keiner. Die will keiner. Nee, die nee. Kannst du nicht verkaufen. Die kannst du nicht abgeben. Das ist nur zum Lagern. Okay. So, dann haben wir alles, oder? Ich hab Brixis Schädel. Hast du nicht? Ich hab Brixis Schädel in der Hand, ich schwöre. Wo ist denn den jetzt her? Der lag auf dem Missionstisch, auf dem Buch drauf. Nicht euer scheiß Ernst, oder? Gut, beim nächsten Mal wissen wir dann, wie wir es machen. Ich nee, dann geben wir jetzt ab, wir sind ja hier. Sind wir am Plan der Außenposten? Ja, sicher. Ja, dann ist doch die Alte hier. Ja, dann los. Na dann. Boah, ist nicht euer Ernst, ey. Das war eine ganze Session für nichts. Und irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, Mene wusste die ganze Zeit, dass da liegt. Ja, ja, genau. Ich wusste das. Das war Absicht. Ich wollte euch ärgern. Ah, wo gehen wir denn jetzt ab? Bei der Eulen hier unten, genau. Und? Brixys Schädel abgeben. So.
Oh, das kann nicht wahr sein, oder? Ich lache mich schief, ey. Ich hab richtig Schädel. Was? schon ein bisschen peinlich. Vor allem die Leute, die die Folgen gucken und das wissen. Ja, die denken sich, der liegt unter Deck, geht unter Deck. Ach, du bist schon dreimal dran vorbeigelaufen. Ja, aber wir haben doch unser Ziel erreicht, in der Aufnahmesession die Mission zu beenden. Ja. Fetzen die sich jetzt gerade, Hund und Katze hier? Fetzen sich die ganze Zeit. Guck mal, was macht denn jetzt hier? Schröselt es irgendwie... Klopft sie dagegen? So raucht sie da einen Ja, raus. Echt, die will einen rauchen, tatsächlich. Nicht schlecht. Jetzt küsst sie den mit dem Rauch, oder was? Nekrophil. Und schön am Ohr lecken. Und nochmal schön. Und jetzt nimmst du schön hier, schön Lunge. Jetzt wird sie zu Brixie. Ja. Jetzt müssen wir die bekämpfen. Der Kajal ist auch nicht wasserfest. Suds. A dear friend who threads his way across the wildest oceans by the light of the stars. Salty. Boah, jetzt heut's mal, mach mal weiter. Revealing the lair of a trickster. Wild Rose. True love shining like a beacon that calls across the waves. Fate has bound you to meet with this. Oh, Labersack, ey. Ach, Jäger. Ja, mach's gut. Vierti. Seemanns okay. Plan abgeschlossen, das war doch ganz einfach. Der war die ganze Zeit an Bord. easy peasy, ey. Zeit an Bord. Vor allem habe ich ja zwischendrin auch noch gesagt, ey, als unser Schiff untergegangen ist, hat uns den jemand weggenommen. Deswegen kam diese Meldung. Wir hätten nur mal unser Schiff absuchen müssen, ob er wirklich irgendwo liegt. Aber jetzt wissen wir, dass die Sachen auf dem Dingstisch liegen, wenn man die Mission weitermacht. Ja. So ein Scheiß. Brixies Schwert erhalten, schön. Wo ist das? Das ist so ein Skin jetzt, haben wir da jetzt. Ja, stimmt. Möge es dir bessere Dienste leisten. Ja, gut. Das können, wir an Deck, an Bord dann wieder rausholen. Das. Kannst du hier auch an der... Ah ja, stimmt. Genau. Die Truhe direkt neben der. Ach, dann haben wir es ja doch noch geschafft hier. Ui, da können wir in der nächsten Folge Session mal wieder was Neues machen. Nee, ich gehe mal wieder an Bord. Kleidertruhe hier. Wieder was Neues. Neue Abenteuer erwarten uns. Yes. Whatever. Genau, beim nächsten Mal. Ich kaufe mir mal eine neue Trommel. War das meine Folge? Meine. Oh, Brilli, es gibt eine Trommel der wilden Rose. Die ja, ein Glück sind wir hier hingefahren und nicht nochmal auf die Insel, wo der Brilli hin wollte, ne? Ein Glück habe ich den Schädel da unten gefunden. Du. Nee. Hast du nicht. Brixies Schwert. Gefällt mir das besser oder gefällt mir das besser? Ich glaube, mir gefällt... Oh, gebärdet. Das Moped da. So, das? Nee, das ist schon cool. Okay. War das jetzt meine Folge? Ich hab's schon wieder vergessen. Liebels. Meine. Also, liebe Leute, wo seid denn ihr? An Bord? Hier. Ja. Yeah. Wir drehen gerade mit Schmackes. Gut, wenn der Decke hier an Bord ist. Ja, ich weiß auch nicht warum. Also, Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter und gucken mal, was wir noch für Seemannsgarn haben. Ich bin gespannt. Vielleicht schaffen wir es auch in weniger als 4 Folgen, die Sachen zu finden, die bei uns auf dem Kartentisch liegen. Wir werden sehen. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss, Leute. Tschüss.